als das KTM Machina Prowler Prestige bei uns in der Redaktion ankam, waren wir ehrlich gesagt ganz schön baff. Weil hier kriegt man für knapp 6.900 Euro ein wirklich starkes Gesamtpaket. Wir haben hier nicht nur einen Carbonrahmen, zumindest wir haben einen Hauptrahmen aus Carbon, wir haben einen Alu-Hinterbau mit Bosch Performance CX-Motor, natürlich vierte Generation und dem PowerTube 625 Akku im Unterrohr. Wir haben auch eine wirklich überzeugende, starke Ausstattung, bei der vor allem die Schaltgruppe und die Bremsen hervorstechen. Das Machina Prowler Prestige war nämlich das einzige Rad im Test, wo wir hier komplett XTR-Komponenten verbaut haben. Wir haben eine XTR-12-fach-Schaltung von Shimano, große Bandbreite, super Ergonomie, Top-Performance, geringes Gewicht. Viel besser geht es hier gar nicht. Und wir haben auch XTR-Bremsen vorne und hinten. Natürlich mit vier Kolben, wie sich es für so ein EMTB gehört, mit großen Scheiben. Also wirklich überzeugend und das Beste vom Besten. Und ansonsten, ja, das Fahrwerk kommt von RockShox. Da haben wir eine Lyric Select Plus an der Front mit 180 mm Federweg, also richtig vielen Reserven, und einem Super Deluxe Coil, auch in Select Plus, im Hinterbau. Das heißt, wir haben hier einen Stahlfederdämpfer. Der trägt so zu der insgesamt ganz schön sportlichen, abfahrtslastigen, bulligen, modernen Optik von dem Rad bei, das wirklich schon im Stand so irgendwie schnell aussieht und nach Spaß schreit. Manchmal gibt es ja solche Räder. Und ja, da trägt der Stahlfederdämpfer schon seinen Teil dazu bei. Auch wenn die Performance, wo wir so ein bisschen zwiegespalten waren, da komme ich aber gleich noch im Detail drauf. Ja, ansonsten ist das Rad von der, ach genau, Laufradgröße, da waren wir noch. Wir haben hier auch einen Laufradgrößenmix. Wir haben ein großes 29er Vorderrad und ein kleineres 650B Hinterrad. Gleichzeitig ist der Vorderreifen ein bisschen schmaler, der Hinterreifen ein bisschen breiter. Das KTM zieht das voll durch bei all seinen EMTBs. Das machen auch viele andere Hersteller. Und der ein oder andere von euch mag es wahrscheinlich aus dem Motocross-Bereich kennen. Da hat sich es auch schon ewig bewährt und es macht auch wirklich Sinn. Wir haben, also die Idee dahinter ist nämlich, dass das große Vorderrad über Hindernisse gut drüber rollt. Das sind auch so die Vorteile der 29er Laufräder, dass man einfach so ein bisschen besseres Überrollverhalten hat, gerade wenn man auch Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und durch das kleinere Hinterrad mit dem dicken Reifen haben wir hier sehr, sehr viel Traktion, also sowohl beim Bremsen als auch zum Beispiel beim steilen Uphill, dass der Reifen nicht so schnell durchgeht. Wir halten aber generell das Rad auch so ein bisschen kompakter, weil der Reifen vom das Laufrad vom Umfang her einfach doch ein paar Millimeter kleiner ist. Das heißt, wir haben ein nicht ganz so sperriges Fahrverhalten. In der Theorie ist es dann eben so, dass man hier ein relativ gutes Gleichgewicht aus Agilität auf der einen Seite und Laufruhe auf der anderen Seite hat. Ja, montiert auf den Laufrädern ist vorne und hinten der Eddy Current von Schwalbe. Super Reifen, spezieller EMTB-Reifen mit mächtig Grip, sehr, sehr guten Pannenschutz auch. Also man kann schön mit dem Druck runterfahren und ja, starke Performance. Und wie gesagt, vorne haben wir einen 2,4 Zoll Reifen, der ist ein bisschen schmaler, dass man hier auch ein direktes Lenkverhalten hat und irgendwie in den Kurven nicht so in dieses schwammige Kurvenverhalten reinkommt. Und hinten hat man einen richtig dicken 2,8 Zoll Reifen, der hat dann richtig Traktion. Und so dieses Gesamtkonzept geht dann in der Praxis auch auf, allerdings nicht da, wo wir es erwartet hätten, weil wenn man sich das Rad jetzt mal so anschaut, wie gesagt, ein Haufen Federweg, irgendwie so eine bullige Optik, potente Reifen, Stahlfederdämpfer, haben wir gedacht, so, das ist die Abfahrtsmaschine im Testfeld. Das war es aber gar nicht, denn das Machina Prowler Prestige war wahrscheinlich von allen Rädern, die wir im Test hatten, High-End wie Bestseller, der beste Kletterer. Das war für uns sehr unerwartet, ist für euch vielleicht auch. Aber da sieht man mal wieder so, da hat man einfach an einigen Stellschrauben gedreht und hat eine Balance gefunden, die einfach wunderbar funktioniert. Ja, wir haben den Bosch Performance CX Motor in der vierten Generation und der ist so ein Grundpfeiler dieser starken Uphill-Performance.
Der ist dynamisch, der ist kraftvoll. Gerade im MTB-Modus ist er auch feinfühlig, was man eben braucht, wenn es knifflig wird, gerade wenn der Untergrund ein bisschen glitschiger oder rutschiger wird. Wirklich überzeugend, auch wenn er natürlich ab und zu ein bisschen lauter ist. Haben wir schon öfters drüber gesprochen, ist Geschmackssache. Muss man einfach mal auch vielleicht testfahren, ob es einen wirklich stört. Mich persönlich stört es nicht. Ich kenne Kollegen, die stört es. Muss jeder für sich entscheiden. Und das ist, wie gesagt, der eine Grundpfeiler dieser starken Performance. Und dann ist es aber so, die Geometrie und der Laufradgrößenmix, die dem so ein bisschen die Krone aufsetzen und auch dafür sorgen, dass es einfach anderen Rädern im Uphill, gerade wenn es technisch wirklich davonfährt. Wir haben eine relativ moderne Geometrie, die allerdings nicht zu extrem ist. Der Lenkwinkel ist nicht zu flach, er ist modern, nicht steil, aber er ist jetzt nicht ultra flach. Dafür haben wir einen sehr, sehr steilen Sitzwinkel und relativ lange Kettenstreben. Das führt dazu, dass man so, wenn man auf dem Rad sitzt, durch dieses steile Sitzrohr relativ weit vorne sitzt und durch die langen Kettenstreben in der Verbindung hat man super viel Druck auf dem Hinterrad, immer. Gerade wenn man dann so sitzt und wenn es richtig steil ist und vorrutscht auf dem Sattel, dann klebt das Hinterrad richtig auf dem Boden und da kommt dann der Stahlfederdämpfer ins Spiel, der einfach hier sehr sanft und sehr feinfühlig einfedert, gerade wenn es technisch bergauf geht. Und der Reifen, der dicke Eddy Current im Hinterbau, der krallt sich so richtig in den Untergrund. Und wenn man dann mit dem Motor noch so ein bisschen spielt, ein bisschen sachte zu Werke geht, dann kann man da richtig, richtig starke, knifflige Kletterpassagen meistern, wo man mit anderen Rädern schon früh scheitert. Das Einzige ist, dass der Radstand dann doch relativ lang ist, einfach auch weil moderne Geometrie, langer Hauptrahmen, aber trotzdem eben das Gleichgewicht ist trotzdem gegeben und man kommt dann auch um enge Kehren rum. Wer also da ein Rad sucht für technische Kletterpassagen, viel besser geht es da gar nicht. Dieser wirklich rundum ausnahmslos positive Eindruck im Uphill kann sich in der Abfahrt nicht ganz bestätigen. Das heißt nicht, dass das Machina Prowler Prestige ein schlechter Abfahrer ist, weit davon entfernt. Es ist aber auch ein bisschen so, wir hatten einfach erwartet, mit viel Federwerk, Stahlfederdämpfer, kohligen Reifen und so weiter und so fort, dass wir hier wirklich ein Rad haben, das, sage ich mal, einer der Top 5 oder Top 10 Abfahrern ist. Das war es aber nicht. Es liegt hauptsächlich unserer Meinung nach so ein bisschen an der Kombination aus dem Stahlfederdämpfer und dem Hinterbau, die nicht so richtig gut miteinander harmonieren wollen. Ohne da jetzt an der Stelle zu sehr ins Detail zu gehen, ist es so, dass so ein Stahlfederdämpfer von seiner Charakteristik her eher linear ist. Das heißt, wir haben über den gesamten Federweg weg denselben Gegendruck. Und ein Luftfederdämpfer wird zum Beispiel gegen Ende hin immer progressiver und der Gegendruck wird einfach höher. Und der Hinterbau ist ähnlich im Machina Prowler Prestige. Also der ist auch relativ linear. Und das führt dann dazu, dass man in der Abfahrt, gerade wenn es schnell wird und die Schläge härter werden, fehlt einfach so ein bisschen der Gegendruck. Es wird so ein bisschen schwammig und man kann es auch schlecht einschätzen, bin ich jetzt am Limit mit meinem Federweg am Hinterbau oder habe ich noch mehr Potenzial? Und dann schlägt er auch gerne mal durch. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, weil ansonsten schlägt sich's auch in der Abfahrt richtig gut. Die Gabel, die Dämpfung ist sehr gut, definitiv funktioniert auch definitiv besser als der Hinterbau, hat man richtig viele Reserven. Der Laufradgrößenmix geht auch hier auf, genauso wie im Uphill. Man hat sehr gutes Überrollverhalten am Vorderrad und durch den Eddy Current viel Grip. Die Geometrie ist wie gesagt modern, man steht schön zentral auf dem Rad und es ist gutmütig und laufruhig. Also es ist so ein Rad, mit dem auch weniger versierte Leute zum Beispiel einen kniffligen Trail meistern können, weil ihnen das Rad einfach sehr viel Vertrauen schenkt. Und ja, so erhalten wir so ein bisschen einen zweischneidigen Eindruck. Wir haben ein exzellentes Kletterverhalten und aber nur eine gute Abfahrtsperformance. Und ja, so ist das Machina Prowler Prestige für uns eine Riesenüberraschung im Test gewesen, weil es eigentlich entgegen unserer Erwartungen performt hat.
Und trotzdem war es so ein, durchaus wirklich auch einer der Lieblinge unserer Tester, weil gerade so diese kniffligen Uphill-Passagen machen auf dem Rad richtig Spaß. Und wer ein Rad dafür sucht, der wird bei KTM ganz sicher fündig. Ja, zu guter Letzt noch ganz kurzen Hinweis. Und zwar hat uns jemand in den Kommentaren gefragt, ob wir einen Vergleich zwischen dem Prowler und dem Capoho ziehen können. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, die tourigere EMTB-Variante der Österreicher ist. Kann ich leider jetzt an der Stelle nur bedingt machen, weil ich bin das aktuelle Capoho nicht gefahren. Aber es ging da vor allem eben auch um die Hinterbauperformance und den Keuldämpfer. Ich würde deswegen nicht unbedingt direkt zum Capoho greifen, weil das Machina Prowler Prestige oder auch das Machina Prowler generell ist ein sehr, sehr, sehr gutes, sehr ausgewogenes Rad. Und wenn die Hinterbauperformance mit dem Stahlfederdämpfer wirklich so ist, dass es dich dann auch stört in der Praxis, dann würde ich dazu raten, dass man hier lieber vielleicht einfach einen Luftdämpfer dann selbst verbaut. Kann man ja problemlos machen und dann mal schaut, wie sich das Rad verhält. Wenn man ansonsten nämlich mit dem Rad glücklich ist, gibt es da gar nichts auszusetzen. Und es ist, wie gesagt, für den Preis auch wirklich ein heißer Tipp,